Ja, liebe Zeitzer, im Rahmen unseres Projektes zum Weltfrieden hatten wir am vergangenen Mittwoch im Stadtarchiv den Kaffeeklatsch im Stadtarchiv. Das war eine sehr nette Gesprächsrunde, eine sehr informative, in lockerer Form. Es sind überraschenderweise sehr viele interessierte Zeitzer im Stadtarchiv gewesen und haben sich ausgetauscht zum Thema Weltfrieden. Wir konnten Herrn Ernst Albert Naeder begrüßen, der in sehr lockerer, anschaulicher Form seine Kindheitserinnerungen zur Villa Steineck dargeboten hat. Das ist sehr nett angenommen worden von den Zeitzern, sind doch noch interessierte Fragen gekommen. Und darüber hinaus, das Hauptthema Kulturhaus Weltfrieden, haben die Anwesenden sehr interessante Geschichten, Erlebnisse, Begebenheiten geschildert, die für unser Projekt Weltfrieden sehr wichtig sein werden. Wir haben in lockerer Runde uns ausgetauscht zu einer Zeit, die längst vergangen ist, aber den Zeitzern in sehr guter Erinnerung geblieben ist. Wir wollen das präsentieren, all das, was uns an Informationen erhalten geblieben ist, wollen wir präsentieren zum Tag der offenen Tür im Rahmen einer Fotodokumentation zur Villa Steineck und Kulturhaus Weltfrieden. Darüber hinaus alle Sachzeugen, die uns übergeben wurden, werden wir an diesem Tag präsentieren. Also man darf sehr gespannt sein. Wir laden Sie heute schon ganz, ganz herzlich ein zu diesem Tag am 21. November diesen Jahres. Und ich glaube, wir können Ihnen dort wirklich sehr interessante Dinge bieten. Jetzt, damit Sie wissen, mit wem Sie da es zu tun hatten damals, das, was ich Ihnen erzählt habe. So sah dieser Mann, der da vor Ihnen sitzt, im Jahr der Geburt aus. Ich kenne das Haus als ein wunderschönes Objekt, als ein Kleingut. Und die Schulleitung hat ganz penibel darauf geachtet, dass alles in Ordnung gehalten wurde. Wir Schüler oder Studenten mussten auch Einsätze machen, weniger im Haus, mehr in der Parkanlage und haben uns dort eigentlich sehr wohl gefühlt. Wir hatten ja auch einen Investor, der stand da schon in der Diele. Es scheiterte daran, dass interessanterweise relativ kurz vor einer Veräußerung an einen Investor, der da schon stand, der da was machen wollte, erstmal der Denkmalschutz draufgelegt wurde und zweitens so eine Art, ich nenne das mal verkürzt, Baumverordnung. Jeder Baum war geschützt. Und damit hat er gesagt, no, kannst du vergessen. Ja. Ich war damals begeistert von Pierding. Ja, die Reihenfolge stimmt jetzt nicht. Das ist erst ein Chlorps, den ich bekommen habe, so ein Chlor. Ja. Das nächste war ein Luftkoffer, so ein kleines Ding. Dieses Luftkoffer hat mich nicht, das war auch nicht drin, das ich schmeißen. So. Dann von den wunderbaren Kanonen. Und mein Vater hat damals schon geraucht, war Gott sei Dank noch geraucht. Ja. Ja. Und hat probiert, der ging nicht. Er hatte keinen Abzug, hat er irgendwie abgestellt. Das hat mich wahnsinnig interessiert. Ich habe bloß reingeguckt, aber ich sah nichts. Ja. Und später haben wir gedacht, warum? Und das nächste war noch die Toiletten, die Handtoiletten. Weil da, die Fenster garantiert nicht.